So dann, ein herzliches Willkommen, liebe Teilnehmer, zum, ich will schon sagen, überfälligen Webinar hier bei JFD zu unserem Live-Charting, technische Cluster-Analyse, Marktanalyse und Co. Wir wollen hier den Auftakt in 2022 ja vollziehen, nachdem wir ja einige Male zuletzt den durchaus eigentlich monatlich angedachten Turnus ja, verschieben mussten, aus vielerlei Gründen. Grundsätzlich, liebe Teilnehmer, geht es jetzt wieder in gewohnter Art und Weise fort oder weiter, vielmehr hier im neuen Jahr. Ich begrüße euch ganz herzlich, möchte aber gleich zu Beginn auch darauf hinweisen, dass wir einen kleinen Change vorgenommen haben, denn so wie wir letztes Jahr begonnen haben, und das finde ich leider auch schade, aber die Fokussierung ist eben genau das, worum es geht. Und unser lieber Chris Stern hat sozusagen jetzt in diesem Jahr eine andere Fokussierung. Er ist ja unternehmerisch tätig und insofern hier auch zunächst mit Blick auf die nächsten Monate nicht mehr im Zyklus der Cluster-Analyse unterwegs. Wir werden aber hier sozusagen das Ganze fortsetzen und ihr seht hier den lieben Bernd. Der ein oder andere wird von euch den Bernd auch kennen aus, ja, Webinaren älterer Natur des vergangenen Jahres. Wir haben den Bernd schon lange mit on board. Er ist auch Bestandteil des Pro-Trader-Teams hier bei JFD bzw. auf unserem Guidance-Desktop. Und wir werden hier die Cluster-Analyse sozusagen in der Erscheinung, auch vom Chris Stern, lasst euch überraschen, weiter fortsetzen. Denn natürlich hier sozusagen das Volume Profile bzw. die Cluster-Analyse in Verbindung mit Fibonacci, Trendlinien, Trendbestimmung und schlussendlich auch der Saisonalität. Das sind ja auch Dinge, die der liebe Bernd und auch ich sozusagen fokussieren. Insofern sind wir da von der Analyseart gar nicht so unterschiedlich weit weg vom Chris Stern. Und darum soll es, wie gesagt, hier in Zukunft auch gehen und auch nicht im Schwerpunkt hier an der Stelle im, ja, wie darf man sagen, Devisenfokus, obgleich auch der Chris Stern natürlich häufig Yen-Pairs und Schweizer Franken-Pairs analysiert hat. Das heißt, hier haben wir eh einen bunten Mix gehabt, aber ich darf euch auch abholen in der Richtung, dass wir eben auch als Team oder hin und wieder auch mal einer nur von uns, wie dem auch sei, letztlich wird es ja hier weiter abgeholt und da wird eben auch der Indexbereich besprochen. Ich habe heute auch zum Beispiel eine Aktie dabei im Rahmen der Cluster-Analyse, die wir uns anschauen. Also hier dürft ihr euch auf weiterhin starken Content freuen. Und ich sehe schon, der liebe Andreas ist sogar auch dabei. Bernd, ich werde gleich mal dein Mic freischalten, sodass du, gerade wo wir auch dein schönes Antlitz hier sehen, direkt auch nochmal was zum Besten gibst. Bernd, ich grüße dich und freue mich, dass du sozusagen hier, Butter bei der Fisch, sozusagen an die Stelle auch vom Chris Stern gehüpft bist. Ja. Guten Morgen, Chris, und Grüße in die Runde. Da haben wir ihn. Wie gesagt, der ein oder andere wird den lieben Bernd kennen. Ich freue mich, Bernd, dass du dich auch bereit erklärt hast, sozusagen dies mitzumachen, denn klarerweise ist das durchaus eine Aufgabe. Und das hat der liebe Chris Stern ja auch in der Vergangenheit erwähnt, hier eben auch guten Content zu liefern und auch zu liefern oder darzustellen, wie wir vorgehen. Und ihr werdet jetzt auch die Tools sehen, die wir hier benutzen. Und da dürfen wir auch euch ein bisschen in Vorfreude üben. Wir hatten auch letztes Jahr mit Chris Stern schon darüber gesprochen, dass wir das ein oder andere dahingehend ja etablieren wollen. Das ist nicht auf die lange Bank geschoben. Wir sind weiter dran, hier das ein oder andere entsprechende Feature für euch bereitzustellen. Und das wird auch kommen. Insofern bleibt es uns treu. Letztlich geht es hier um die Marktanalyse und gleich damit auch eingestreut. Wenn ihr Wunschwerte habt, ich weiß, der DAX ist sehr beliebt oder auch ein anderer Indexwert oder vielleicht die Snapchat-Aktie, whatever. Lasst es uns gern wissen. Wir werden hier an der Stelle aber jetzt erstmal sozusagen klassisch einsteigen und eben auch das Thema der Cluster-Analyse fortsetzen. Was Cluster-Analyse ist, erkläre ich dann auch gleich nochmal. Hier aber der Risikohinweis, liebe Leute, nochmal abschließend klarerweise. Wir werden hier natürlich Trades besprechen, teilweise auch schon eingegangene Trades vorstellen bzw. auch Trades dokumentieren und auch hier fortlaufend unter dem saisonalen Charakter hier in jedem Falle auch Trades ja, begleiten, bewerten und auch in einer der nächsten Sendungen auswerten. Oder dass wir das hier ein Stück weit fortschreiben und das ist eben auch hier das große Bild immer im Fokus und eben hier nicht unbedingt das kurzfristige Trading, hatten wir auch mit Chris Stern schon mal, dass wir da einen Euro-Dollar, meine ich, in 5 Minuten geschaut, gehandelt hat, haben. Aber das ist, wie gesagt, sehr, sehr individuell und prinzipiell geht es aber mehr um das große Bild der Saisonalität, der Cluster-Analysen, also das, was man auch wirklich gut nachvollziehen kann. Und wenn wir das eben vorstellen, liebe Leute, dann sind das unsere Einschätzung, unsere
Intentionen und wir tragen hier auch die Verantwortung. Genauso ist es für euch. Ihr müsst eigenständig handeln und das dürft ihr auch hier niemals als Handelsaufforderung oder Anweisung sehen, klarerweise. Jeder ist für sein eigenes Geld zuständig. Deswegen auch hier, klarerweise sucht es auch hier den richtigen Marktzugang. JFD zweifelsfrei der Broker, der hier schon seit über einem Jahrzehnt die Stellung hält und auch Maßstäbe in der Branche sozusagen setzt. Gut, genug der Einleitung. Ich sehe, der liebe Robert ist da und wirft hier gleich Rio Tinto in den Raum. Ja, ein mächtiger Konzern, kenne ich gut, muss ich sagen. Werde ich mir gerne mal parallel anschauen. Ich möchte euch an der Stelle nochmal eben auch abholen mit dem Thema der Cluster-Analyse generell. Wir haben natürlich hier die Möglichkeiten eben der Chartanalyse klassischer Natur. Und ich habe ja unlängst auch Silber besprochen beim Devisenradar. Und hier auch meine Einschätzung von Silber zu damals. Und hier hatte ich im Prinzip auch die ja, Intention einer Cluster-Analyse. Ja, also hier tatsächlich eben den Chart natürlich im Fokus. Das ist für uns das Schwergewicht, die Price Action. Das ist das, wo man sagt, hier gilt es, die Realität einzufangen. Und das aber kombiniert eben mit gewissen Unterstützungslevel, Unterstützungszonen, Trendlinien. Eben hier auch Fibonacci-Marken oder dann schlussendlich der Saisonalität. Das ist natürlich der Kontext, den wir hier nutzen, um eben dann auch, ich will mal sagen, den Edge, den Vorteil am Markt zu identifizieren. Weil genau darum geht es, dass man an den Märkten ein Stück weit sich eine Wahrscheinlichkeit, richtig zu liegen, sichert. Gleich man natürlich weiß, dass so schön auch das ein oder andere Chartbild, Setup, Saisonalitätsstatistiken sein können, man sich nie sicher sein darf, dass das 100% so kommt. Das heißt, hier müsst ihr immer mit der Stellschraube des Risikomanagements arbeiten, weil natürlich der Markt lebt und am Ende des Tages immer alles anders kommen kann. Aber wir haben natürlich die Möglichkeit mit Cluster, also sozusagen einem Sammelsurium an bestimmten Marken, wo man einfach interessante Level und Key Points, wie ich es auch sage, identifiziert, eben hier in den Markt zu kommen und den Markt zu covern und schlussendlich eben auch erfolgreich zu handeln. Das ist ja, denke ich, sicherlich das Anliegen eines jeden Teilnehmers und hier aus der Praxis herausgesprochen, eben auf Silber bezogen, hatten wir unlängst eben auch das Coverage, das Silber. Und da will ich jetzt eben hier kurz den Silberchart besprechen für euch. Hab allerdings auch gleich da noch in der Schublade, wie gesagt, den Wunsch, einen Index zu besprechen oder aber auch eine Aktie. Das würde mich jetzt von euch natürlich interessieren. Ihr seht es hier oben schon. Ich habe im Prinzip den S&P 500 im Fokus einer ja, Daily Chartbeschau plus Big Picture und auch hier Sartorius als Aktie mit dabei, die ich hier für euch covern kann. Und jetzt mal bitte in die Runde gefragt. Ihr könnt es auch, wie gesagt, Anregungen liefern. Wollt ihr eher den Index oder eher die Aktie? Da mal bitte Feedback oder auch natürlich, vielleicht interessiert euch auch weder S&P noch die Aktie, dann vielleicht eben hier der DAX schlussendlich. Aber da, wie gesagt, lasst euch mal überraschen, wie wir dann heute noch weitermachen. Der liebe Bernd hat in jedem Falle auch noch ein Währungspaar für euch mitgebracht, was dann sozusagen sicher auch von Interesse sein dürfte. Auf Silber bezogen, wie gesagt, ist es relativ simpel. Ihr kennt ja die Thematik, dass wir hier mit dem blauen Tendenzfall das präferierte Szenario definieren. Und im Prinzip ist ja natürlich hier schon Tür und Tor geöffnet, dass man sagt, okay, ja, die Intention, dass Silber steigen sollte, ist ja wohl klar gegeben. Jetzt haben wir hier unter Cluster-Gesichtspunkten diese Unterstützungszone aus früheren Zeiten. Das ist hier insbesondere das Jahr 2020 mit diesem Doppelboden. Und gleiches, und das ist hochinteressant, gerade im Sinne der Zyklik und Cluster, gleiches geschah hier ein Jahr später, auch zeitlich gesehen relativ gleich, weil wir hatten hier zum Ausklang September das Tief 2020, dann eben nochmal ein Tief im Dezember oder Ende November direkt und im Dezember ging dann sozusagen die Erholung los, aber zeitlich gesehen hochgradig interessant, denn tatsächlich ein Jahr später auch wieder Ende September und dann eben, nun gut, das finale Tief wurde erst Mitte Dezember gemacht, aber man hat hier im Prinzip diese Analogie dieser gleichen Tiefs. Und das ist sehr, sehr interessant, dass dann eben die Erholung folgte. Silber wurde dann aber letztlich, das war auch notenbankbedingt. Wir müssen natürlich hier im Rahmen der Clusteranalyse jetzt nicht zwingend fundamentale Kennzahlen einfließen lassen, aber natürlich sind
die Earnings bei Aktien hochinteressant und da gibt es wundervolle Pattern. Ich habe das mit Bernd auch unlängst schon wieder thematisiert. Sei es die Apple im September oder sei es die Amgen im Juli. Mein Plan ist hier, und wenn euch das gefällt, dann direkt auch mal hier, weil wir immer zum Anfang des Monats eben dieses Webinar auch sozusagen abhalten. Ich hätte hier für euch auch die Idee, dass wir tatsächlich neben unserem generellen Format mit Christian Braun zur Aktie des Monats praktisch auch die saisonale Aktie des Monats ich euch hier vorstelle und das im Prinzip jeden Monat. Und da darf ich vorwegnehmen, dass zum Beispiel im Juli meine präferierte Aktie ganz klar die Amgen ist, wie sie zum Beispiel im September die Apple ist. Obgleich Amgen bullisch im Juli und Apple im September bärisch. Hochgradig interessant und das hängt auch immer mit den Earnings zusammen. Und klar muss man das ein bisschen ins Kalkül ziehen, aber die Cluster-Analyse blendet das sozusagen aus und sucht eben hier immer wieder Verbindungsmuster ja, sage ich mal, der Clusterbildung. Des Refugiums, wo man einfach sagt, hier ist ein guter Umkehrpunkt, eine Price-Action-Zone, und das werdet ihr nachher beim Chart von Bernd sehen, eben auch in dem Design vom Chris-Stern früherer Zeiten, eben mit diesem entsprechenden Profile, was wir damit aufgebaut haben, mit dem entsprechenden Trendcharakter. Sehr, sehr simpel, aber ein hervorragendes Tool, was eben übrigens auch ein Stück weit im Kontext hier mit unserem Tool vom Forex Bull zu sehen ist. Weil da haben wir im Prinzip hier auch dieses Produkt mit dem Trendscreener für den Forex Bull. Das ist so ein Stück weit eine Adaption. Hier das Bild dazu, wo man praktisch Trendanalyse in verschiedenen Timeframes durchführt. Und der Forex Bull ist ja primär Intraday geeignet. Und was wir hier dann sehen werden beim Bernd, ist dann praktisch auch ein Stück weit Big Picture. Aber wie gesagt, das als Einstieg. So, jetzt habe ich schon die ersten Stimmen hier bekommen und es hält sich in der Tat die Waage, obgleich ich natürlich auch gerade sehe, dass der DAX schon wieder beliebt abgefragt wird. Lasst uns hier kurz mit Silber beschließen und der eine oder andere sei hier nochmal erwischt und aufgerufen. Habt hier durchaus jetzt nochmal den Anspruch aus eurer Sicht heraus, mir mitzuteilen, wolltest du lieber jetzt eine Aktie besprochen haben oder den Index? Zu Silber. Und da kann ich jetzt fortfahren, haben wir hier diesen Weg gezeichnet, eben weil wir hier von diesem unteren Unterstützungsbereich kommen, Silber hier diesen Aufwärtstrend unlängst bestätigt hat. Und hier haben wir sozusagen im unteren Bereich diese Cluster-Unterstützung, also Cluster insofern, dass es schon mehrere Anlaufpunkte gab. Hier jetzt diese horizontale Unterstützung etwas weiter oben bei $22,17. Genau dieses Level wurde nochmal angelaufen und hier mit dieser Trendlinie haben wir genau diesen Clusterpunkt. Das heißt, wir haben hier zwei Unterstützungsbereiche, die eben Trendlinie und Horizontalbereich zusammenlaufen. Und das ist sozusagen hier eine Clusterzone. Jetzt könnte ich oder kann ich auch zum Beispiel, und das ist durchaus zweckdienlich, mit den Fibonacci-Levels auch nochmal den letzten Erholungsimpuls einfangen und da sehen wir, hoa, werden wir das Ganze erstmal logarithmisch justieren. Aber es ist gar nicht der große Unterschied und setzen dann hier das Fibo-Level 78,6, 76,6. Das sind sozusagen die nach Harmonielehre extremen Fibos oder Fibonacci-Bereich. Und ohne das Bild jetzt hier zu bunt zu machen, nehmen wir jetzt mal die mittleren raus, den goldenen Schnitt und das 50er-Retracement. Aber ich will euch sagen, und darum geht es jetzt hier primär, diese Cluster-Analyse, dass wir in diesem Unterstützungsbereich eben um $22,17, ein Stück weit tiefer hier bei $22,05 eben das 78,6er Retracement Level haben. Hier diese Unterstützungszone haben, dieses Cluster an Unterstützungsniveaus oder vielmehr auch eine Nachfragezone. Und davon ist Silber eben tatsächlich nach oben geprallt. Und jetzt kommt diese fantastische Geschichte. Gehen wir direkt mal hier auf Silber. Und zwar können wir direkt hier diese Saisonalität covern, kletten wir auch die Trendliniensituation und da ist es sehr simpel zu erkennen, was hier praktisch von Anfang Februar bis Mitte Februar angesagt ist, denn das sind steigende Preise. Und gleichwohl, der hier als nächstes schaut, sieht dann von Februar, ups, bis Mitte März etwa genau das Gegenteil, nämlich eine klassische Schwächephase. Und das ist zumindest saisonal gesehen der Ausgangspunkt, den wir jetzt haben. Und wollen wir jetzt an der Stelle direkt hier auf die Rohstoffanalyse Silber in den Live-Chart gehen. Es mutmaßt an, dass Silber, und heute sehen wir eine leichte Schwäche, aber mit dem Ausbruch über $22,78 haben wir im Prinzip auch ein neues Reaktionshoch per Schlusspreis insbesondere generiert. Das heißt hier die Analyse von damals im Prinzip absolut im Loop. Und momentan scheint es so, als würde da
Silber in der Tat hier weiter nach oben steigen können. Die heutige Schwäche sollte man nicht unbedingt zu kritisch sehen, aber das Cluster-Level hat sich hier bestätigt und wir dürfen auch im Rahmen der Saisonalität und eben auch dieser möglichen, ja, Spitze der Preiserholung durchaus mit Zugewinnen rechnen. Dass das natürlich keine Garantie ist, möchte ich hier im Rahmen auch des Risk-Disclaimers nochmal verdeutlichen. Ihr dürft jetzt hier nicht blindlings einfach in Silber einsteigen. Wer uns hier engmaschig verfolgt auf dem ProTrader-Desk, da seht ihr im Prinzip auch unseren, unser Team. Hier ist auch der Bernd wieder zu sehen, ganz, ganz aktiv dabei, auch mit dem täglichen Morning Briefing. Wenn ihr auf Guidance seid, Leute, folgt uns unverbindlich, kann man im Prinzip ganz simpel machen. Ich stelle es euch mal rein. Hier werden auch im Prinzip tatsächlich die saisonalen Pattern übrigens immer vorgestellt, wenn wir denn welche identifizieren. Und dazu, wie gesagt, hier auf der rechten Seite auch die Swing Trading Ansätze. Ja, geht ja auch in die Richtung dieser heutigen Sendung ein Stück weit. Wir gehen jetzt hier nicht ins kurzfristige Trading und wollen irgendwo im 5-Minuten-Chart handeln. Dafür gibt es auch das morgige Devisenradar-Webinar oder auch unsere Nachmittagssendung oder unseren Trading Room. Hier ist es, wie gesagt, ein Stück weit mittelfristiger. Und da sehen wir im Prinzip hier immer vielerlei Möglichkeiten. Auch hier den Umkehrpunkt Ende Januar zum Beispiel im Rahmen der Kryptos. Ich will sagen, den habe ich ganz gut einfangen können, obwohl das Chartbild eher kritisch aussah, die Saisonalität ja im Februar übrigens eher bullisch. Aber das sind eben Sachen, die könnt ihr euch hier sozusagen frei saugen. Und auf der linken Seite haben wir eher den Intraday-Bereich, wo es eben kurzfristig oder kurzfristiger ja zur Sache geht. Okay, also Link reingestellt, folgt uns da wie gesagt unverbindlich und ja, den Forex-Bull-Link kann ich euch auch reinstellen. Schaut euch hier gern mal die Website an, taucht da ein bisschen rum. Wie gesagt, die Features und Tools sind tatsächlich neu und das haben wir erst Ende letztes Jahr aufgesetzt. So, und dann sind wir jetzt im Prinzip aber auch schon mit dem Silberpreis relativ weit durch. Denn was gibt es zu sagen, wenn er hier angestiegen ist, dann wird es sozusagen Ende Februar sein und dann muss man sehen, ob die negative Saisonalität sich durchschlägt. Denn wir haben dann natürlich im Rahmen des Cluster-Effekts hier möglicherweise dann keine Unterstützungszone, sondern vielmehr einen Widerstandsbereich, der sozusagen sich dann hier, das darf man direkt mal nach oben ziehen, in diesem Bereich erstreckt. So, und dann wäre ich auch mit Silber soweit durch, dann muss ich direkt mal den Chat testen, um eben hier. Jetzt muss ich die Ellipse hier mal kriegen. Okay, machen wir es neu. Den Chat mal testen, wer jetzt hier dann gewonnen hat, Aktie oder Index. Aber das ist hier sozusagen dann der entscheidende Bereich, sicherlich Mitte, Ende Februar. Ich will hoffen oder auch erwarten, dass Silber an der Stelle hier nach oben drivet. Ich will hoffen, dass Silber hier an der Stelle dieses Niveau erreichen wird. Wir wissen es alle nicht. Wie gesagt, liebe Teilnehmer, Vorsicht, in Zurückhaltung üben, jetzt hier blindlings reingehen. Der beste Entry-Punkt war sicherlich hier schon im Bereich dieses Support-Cluster-Levels gegeben. Und hier hatte ich ja auch genau das Devisenradar praktisch auch getätigt zum Monatsauftakt. Und das war sicherlich eine der besten Situationen hier schon vor dem von mir antizipierten Ausbruch in einen möglichen Trade reinzukommen. Ich selber bin ja in Silber auch investiert, also klare Offenlegungspflicht, sozusagen auch physisch. Insofern sind steigende Preise definitiv etwas, was mir gefällt. Unter Trading-Gesichtspunkten können Sie aber natürlich Silber auch kurzfristig long wie möglicherweise short handeln. Das könnte hier dann, wie gesagt, zur Monatsmitte, zum Monatsausklang spannend werden. So, Daniel, also hier, was ich nutze, ist wie gesagt Guidance, den Link geshared. Ansonsten, wie gesagt, auch den zweiten Link zum Forex Bull direkt mal anschauen. Und ich darf euch, wie gesagt, sagen, hier kommt noch einiges mehr in diesem Jahr. Wir arbeiten da mit gespitztem Stift an interessanten Sachen, die eben auch hier im Rahmen der Cluster-Analyse und des Swing Tradings für euch auf jeden Fall interessant sein dürfte. Okay, jetzt hätten wir Silber gecovert. Lass mich mal den Chat durchschauen. Bernd, wie sieht es bei dir aus? Alles gut soweit? Du hast praktisch deine Underlyings wahrscheinlich auch schon sondiert, richtig? Ja, das ist korrekt, Chris. Ich habe den Trendscanner, da haben wir einige interessante Währungspaare. Ich habe das britische Pfund gegenüber dem Neuseeland-Dollar noch rausgepickt. Interessantes Chartbild, interessante Cluster, können wir später gerne anschauen. Und Euro-US-Dollar. Und Da habt ihr schon Wunschwerte gehört. natürlich gerne. Ja, da haben wir es schon gehört vom lieben Bernd. Schaut ihr das an? Schaut es euch an. Da haben wir praktisch hier natürlich die Devisenseite von Bernd hervorragend abgedeckt. Und
Trend-Screener, Selection-Screener. Das ist natürlich ein Tool, was ihr vom Christstern kennen dürftet. Und dieses Tool, wie gesagt, ist so ein Stück weit auch der Ursprung von dem Trend-Screener für den Forex-Bull, den man dann im Prinzip da auch nutzen kann. Aber da wird, wie gesagt, Bernd sich 1, 2, 3, sicherlich gleich noch ein paar Einblicke geben. Lasst uns hier an der Stelle zunächst gern, und jetzt muss ich direkt nochmal rausfiltern, wir haben ja die Rio Tinto sozusagen auch als Wunsch, habe auch gesehen, die Linde-Aktie ist sogar gewünscht. Also ist auch schön zu sehen und auch zu erfahren, dass hier einige Aktienteilnehmer mit dabei sind. Wie gesagt, es ist ein Thema, was wir natürlich bei JFD bespielen mit unserem Multi-Asset-Angebot, kostenfreier Aktienhandel. Insofern ist es sicherlich sehr interessant, dass wir auch hier die eine oder andere Aktie covern sollten, Schrägstrich könnten. Und ich sehe, die Aktie ist hier gerade tatsächlich im Fokus. Also der Index S&P oder DAX hat hier nicht den Zuschlag erhalten, sondern vielmehr die Aktie. Und das passt ganz gut ins Bild. Und Bernd, ich würde hier mal die Aktie abspulen und dann gern dir den Bildschirm geben. Oder wollen wir es ein bisschen crossen, dass du jetzt vielleicht erstmal ein Devisenpaar machst und ich dann sozusagen nochmal zwischenbesetze? Oder willst du es lieber in einem Ruck machen? Wie hättest du es denn gern? Ich kann den Bildschirm jetzt rübergeben. Ich weiß nur nicht, wie ich dann zurückschiebe. Oder das machst du dann, ne? Okay. Genau. Also wir können das im Prinzip, so hat man es ja bei Christian auch hin und wieder, wobei ich glaube, einmal, wenn ich ihn rübergegeben habe, habe ich ihn dann nicht mehr zu mir gezogen, aber das können wir gern machen. Also einfach auch aufgrund der Abwechslungskeit halber, jetzt haben wir erstmal den Rohstoff behandelt, Silber an der Stelle. Dann könntest du gern jetzt ein Forex-Paar machen und danach würde ich eben hier die Aktie covern. Und du dann wiederum gern zum Abschluss das nächste Devisenpaar, denn ein Wunschwert, also auf FX-Seite, hatte ich jetzt sozusagen nicht vernehmen können. Da lassen sich die Teilnehmer jetzt mal überraschen, aber du hast das schon gesagt, was du aus dem Köpfchen zauberst. Und dann würde ich definitiv die Aktie machen. Dann machen wir es mal wie folgt, Bernd. Wenn du bereit bist, würde ich dir den Bildschirm mal rübergeben, sodass du auch einfach mal zeigst, ja, wie du jetzt vorgehen wirst oder was du identifiziert hast. Und dann lass uns einfach weitergehen im Text. So machen wir es. Okay, dann jetzt kleiner Bildschirmswitch. Wie gesagt, ich hole mir den nachher dann auch wieder und dann werden wir die Aktie analysieren. Jetzt erstmal der Bernd. So, jetzt kommt die Bildschirmauswahl. Und das seht ihr genau. Also ich sehe es, könnt ihr mir bitte gern bestätigen. Das Fenster, was ihr auch vom Chris Stern kennt, da haben wir das Profile auf der linken Seite oder besser gesagt vielmehr im mittleren Chartbild. Dann auf der rechten Seite zu sehen, dann haben wir da den Trendscreener. Da steht auch so die Ursprungssituation Forex Bull. Genau, da haben wir ihn adaptiert, aber den könntest du ja, wie gesagt, auch Multi-Asset einsetzen. Sehr, sehr schön, Bernd. Dann würde ich mal sagen, ich nehme mich mal etwas zurück und ja, Schau du dann dir gebe mal ich dir. deine Aktien an, ne? Ja, hab ich schon, aber sehr, sehr gern. Schlut. Ja, so machen wir es. Nein, wir haben ja den Forex Bull Trendscanner, ist ja eigentlich für den Intraday-Handel ja auch im Morning Briefing immer zu sehen. Den kann man natürlich auch für Swing Trading nutzen. Und zum Thema Cluster-Analyse, ja, wie gehen wir vor? Was suchen wir für Cluster? Also aus meiner Sicht, also für mich ist immer ganz wichtig, der Trend. Deswegen habe ich hier im rechten Chartfenster auch den Rainbow-Chart, also der Trend-Chart im Daily jetzt. Die Charts sind übrigens mit dem Trendscreener verknüpft. Das heißt, wenn ich hier auf H-Weekly, also W1 ist Wochenchart, H4, dann werden die Charts dementsprechend aktualisiert. Und für mich ist immer das Entscheidende der Trend. Der Trend ist nämlich generell immer wahrscheinlich, also eine Trendfortsetzung ist immer wahrscheinlicher als eine komplette Trendumkehr. Ja, und dann suche ich mir saubere Trends raus in bestimmten Währungspaaren. Und ich bin halt auf den FX-Bereich spezialisiert und weniger Aktien. Da ist der Chris dann besser unterwegs. Und von daher analysiere ich unsere ja, 34 Währungspaare, also die 28 plus Gold und Silber. Und dann noch norwegische Krone, schwedische Krone gegenüber Euro und US-Dollar. Und die habe ich jetzt alle hier in meinem Trendscreener. Und dann kann ich jetzt hier mit den verschiedenen Timeframes die Trends durchgehen. Wie gesagt, für eine Clusteranalyse ist erstmal wichtig für mich oder für uns jetzt erstmal der Trend. Der Trend muss aufwärts gerichtet sein. Der Rainbow muss nach oben aufgefächert sein. Die kurzfristigen Timeframes im Daily sind sogar extrem aufgefächert und die längerfristigen, die bunten hier unten, die ziehen jetzt im Daily deutlich nach. So, was wir jetzt hier noch in der Mitte haben, ist ein sogenanntes Market Profile,
wo halt bestimmte Umsatzspitzen stattgefunden haben, die natürlich von Relevanz sind. Das kann man jetzt nicht genau auf einen PIP-Bereich festlegen. Und hier sieht man eindeutig, dass hier in diesem Bereich hier eine Zone ist, wo Umsätze stattgefunden haben, deutliche Umsätze. Und dann geht er halt nach oben raus, wie man schön am Trend auch sieht. Und dann habe ich hier unten noch im Chart die Saisonalität. Und die spricht dann, ich habe jetzt hier eingestellt, die nächsten 10 Jahre, das kann man auch ändern auf 5 Jahre, 15 Jahre und so weiter, die spricht für weiter steigende Preise im British Pfund gegenüber dem Neuseeland-Dollar. Und das mit Sicht auf die, ich glaube, nächsten 40 oder 60 Tage auf jeden Fall. Und da habe ich jetzt alles in einem Blick. Also ich habe das Market Profile, wo fand wirklich Action statt? Wie ist der Trend? Habe ich hier auf der rechten Seite. Und die Saisonalität als Unterstützung, die ist nie in Stein gemeißelt, hat der Chris ja auch gesagt. Price Action geht immer vor der Saisonalität, weil die kann sich immer ändern. Und von daher habe ich aber trotzdem mit diesem Template hier und diesen Charts alles in einem Blick. So, wie gehe ich jetzt beim GBP Neuseeland-Dollar vor? Ich habe einen sauberen Trend nach oben. Ich habe hier einen Unterstützungsbereich, der wirklich gut ist. Und habe eine Saisonalität, die leicht steigend ist in den nächsten Wochen. Ein sauberer Trend ist schon mal gut für eine Trendfortsetzung. Und ich kann natürlich jetzt auch im MetaTrader hier Fibonaccis einzeichnen und Trendlinien. Aber das Ganze funktioniert natürlich viel schöner in Guidance. Deswegen habe ich jetzt hier einen Blick. So, das Ganze haben wir jetzt auch nochmal im Sisonax, GBP, saisonalisiert GBP, Neuseeland-Dollar, die nächsten Wochen eindeutig aufwärts, sogar bis in den März, Mitte März hinein. Wenn ich mir jetzt den Chart anschaue, und das mache ich jetzt hier im Vollbildmodus, dann sieht man es noch schöner. Den Trend haben wir eben gesehen, auch im MetaTrader, der ist natürlich eindeutig aufwärts. Okay, wie gehe ich jetzt vor? Ich nehme eine Trendlinie. Das ist relativ simpel, um es einfach nur zu visualisieren. Jetzt fehlt mir da IC. So, Aufwärtstrendlinie. So, relativ klar, steiler Aufwärtstrend. Der Trend ist eindeutig intakt. So, wie komme ich jetzt rein? Der Trend wird sicherlich wahrscheinlich gebrochen werden. Aber wo komme ich jetzt rein? Wie kann ich an einer Trendfortsetzung teilnehmen? Jetzt sieht man hier eine, na, das war, ja, ist aktuell eine schöne Unterstützung, ist dann mal durchbrochen werden, wieder rangelaufen, dann Durchbruch, klare Bestätigung für den Aufwärtstrend, deswegen ging es auch so steil nach oben. So, wie gehe ich jetzt vor? Ich nehme jetzt mal die Fibo-Levels und die sind relativ einfach. Ich meine, das eine Trendfortsetzung in diesem Bereich hier und 38,250er. Unterstützungsniveau habe ich einen Punkt schon mal. Okay, das Level liegt auf der 1,9670. Okay, sollte er überhaupt so weit laufen, wäre das schon mal ein Punkt, wo ich sage, interessant. Also dieser Bereich zwischen also 38,52 ist immer interessant, wenn er so weit korrigiert. Tiefer, 61,8 wäre schon nicht mehr so schön. Hier unten dann unschön. Also schauen wir einfach, wie weit kann er zurücklaufen. Ich will ja die Trendfortsetzung nutzen, um weiter da teilhaben zu können. So, jetzt habe ich hier noch einen Bereich, das ist so rund um die, ich kann mal kurz die Fibos nochmal hier, 23 logarithmisch haben wir. So, das ist jetzt auch das 23er Fibo-Level, ist hier genau dieser Bereich. Da zeichne ich auch eine Unterstützung ein. Das ist dieser Bereich hier mal ganz grob jetzt mal gesagt. Da haben wir hier die zwei Hochpunkte. Das ist jetzt ein Bereich. Und dann zeichne ich mir einfach eine Ellipse ein. Und das ist jetzt ein Bereich, wo ich sage, okay, der wird den Abwärtstrend, den steilen Aufwärtstrend zwar brechen, aber generell ist der Trend intakt. Und wenn ich jetzt diese Aufwärtstrendlinie noch weiter nach rechts verschiebe, dann wäre der immer noch vollkommen intakt. Selbst wenn er bis in diesen Bereich hier runterläuft, wäre der Aufwärtstrend weiterhin intakt. Nur weil der Trend gebrochen wird, heißt es nicht, dass der Aufwärtstrend gebrochen ist. Und deswegen
analysiere ich das dann auch mit den Fibo-Levels, Unterstützungszonen, das haben wir hier, Aufwärtstrend, ja, schräge Trendlinien, sagt der Chris immer, was für schräge Typen, aber der Aufwärtstrend ist klar intakt. Das sieht man ja auch ganz da eindeutig im Rainbow-Chart. Und jetzt gehe ich nochmal zurück auf den MetaTrader, weil ich möchte mir jetzt mal das Market Profile rund um diese Marken anschauen. Das ist hier diese, die Runde 2. Ja, jetzt hat er die Runde 2, diesen Punkt hier, den möchte ich mir jetzt nochmal im Market Profile anschauen. Die Runde 2 und hier unten vielleicht nochmal 98. Das sind so die Punkte 50er. Also das ist generell, also man könnte die Ellipse sogar, na, noch einen Tick breiter ziehen. Also alles in diesem Bereich ist für mich eine Buy-Chance. Wie gesagt, Saisonalität weiter aufwärts. Fibo-Levels als Cluster, Aufwärtstrend zwar gebrochen, interessiert uns dann in dem Moment nicht. Dann machen wir hier, dann geht das. Das ist immer bei den schrägen Trendlinien, dann zeichnen die Leute, ja, dann wird immer so, dann wird immer so und so weiter. Trend ist auf jeden Fall aufwärts. Jetzt gehe ich nochmal kurz in den MetaTrader. So, wo haben wir die Action liegen? Das ist genau im Daily, genau, GBP Neuseeland Dollar, dieser Bereich, der dann auch durchbrochen wurde. Und das ist rund um die 2. Hier lag richtig großes Volumen, wo immer wieder gekämpft wurde um diese Marke, um die 1,96, 50, 1,97. Da wurde viel gekämpft, viel Volumen und dann brach er durch. Und dann ist immer das Gleiche. Es entsteht erstmal vom Volumen her luftleerer Raum. Und dann geht es oftmals sehr schnell, wie an dieser Stelle, wo hier die Widerstände dann nach oben durchbrochen wurden. Kurzer Rücksetzer an dieses Niveau. Und dann weiter hoch. Und jetzt befinden wir uns hier in einem Bereich, wo ich sage, okay, das Volumen muss ich erstmal sondieren da oben. Und jetzt eine Konsolidierung in diesem Bereich zurück auf dieses Niveau hier, rund um die 1,9984, sagen wir es mal ganz grob, zwei, die glatte 2, das wäre ein Bereich, wo ich sage, okay, da kann man einen Long starten. Wenn man sich hier im Trendchart anschaut, das wäre hier dieser Bereich hier, da wäre überhaupt noch gar nichts verletzt im Rainbow Trendchart. Und der ist dann weiter aufgefächert. Der könnte sogar bis in diesen Bereich hier unten fallen. Das wäre alles kein Problem. Selbst hier unten. Die langfristigen EMAs würden weiterhin aufwärts tendieren. Und von daher ist für mich schon dieser Bereich rund um die 2 eine Kaufgelegenheit. So, zurück zum. Ne? Da haben wir. So. Das heißt, wie könnte man jetzt einen Trade ansetzen? Also ich würde jetzt hier, wenn er dann da unten hinkommt, als erstes zeichne ich immer das Risiko ein. Das ist für mich das Allerwichtigste, weil das Einzige, was wir in den Märkten steuern können, ist das Risiko. Wenn der jetzt hier in diesem Bereich hier zurückkommt, das wäre jetzt für mich eine Kaufzone. Der Stop-Loss muss hier zumindest unter dem Fibo liegen. So, das heißt, ich muss hier in diesem Bereich irgendwo reinkommen, in dieser Ellipse. Oh, die andersrum zeichnen, wa? Na. So. Ich muss hier, also das Stop-Loss muss hier in diesem Bereich unter dem 61,8er liegen. Idealerweise hier, aber dann passt das CFV nicht mehr ganz so. Das heißt, ich müsste hier irgendwo einen Trade platzieren und habe ein Risiko von 1,7%. So. Wenn ich in diesen Bereich reinkomme, dann habe ich auf der Oberseite eine Chance, die natürlich, ich brauche eigentlich nur ein 2 zu 1, das wären 3,4. Dann bin ich hier in diesem Bereich, wenn er die Hochs rausnimmt, jetzt schaue ich mir mal ein bisschen länger an hier, da haben wir hier oben sogar die Spitzen hier, dieser Bereich. Das wäre jetzt hier so dieser Bereich hier oben, das wäre jetzt die Chance, dann bin ich an meinem wunderschönen CRV. Wenn er da durchgeht, passt das alles. Von daher ist das ein interessantes Währungspaar. Muss ich mal kurz die Reihe Darstellungsfolge ändern. So. Okay. In den Hintergrund. So. Das sind jetzt so für mich, das wäre jetzt beim British Pfund Neuseeland Dollar aufgrund der Clusteranalyse. Wir haben die Saisonalität ist weiter aufwärts. Wir haben hier ein wunderschönes Cluster anhand der Fibos. Fibo-Level, Aufwärtstrend bestätigt,
ja, schönes CRV aus meiner Sicht bei diesem Währungspaar. Wunderbar. Market Profile passt auch hier, Unterstützung in diesem Bereich. Also das sieht gut aus. Also wenn der jetzt hier durchsackt, dann wird er wahrscheinlich nochmal bis hier laufen, 1,95. Wäre unschön, aber würde jetzt auch keinen Beinbruch bedeuten. Von daher, Market Profile, Trend hier, ganz wichtig für mich, immer ganz wichtig, der Trend. Und dann halt anhand der Fibos analysieren. So, Chris, bist noch da? Logisch, ich habe das ja soweit verfolgen und nachvollziehen können, was du da dargeboten hast und bin ja der Trade selber, wir hatten das ja auch schon zu Januarzeiten besprochen, bin ja selber sozusagen in den Trade reingesprungen und hatte auch hier dieses Long-Engagement, aber wie wir Ja, auch sehen, stimmt. gerade mit Blick Ja, auf die ich erinnere letzten 10 Jahre, mich. ja, das war ein schöner Einstiegstrade, also das war genau auch Trendlinien adaptiv, aber es ist sogar so, dass es noch nicht mal vorbei sein muss. Ja, obwohl auch, und das hatte ich heute Morgen erst beim Devisenradar angesprochen, ich ja persönlich britisch Pfund US-Dollar Short bin und hier eigentlich mit einer Pfundschwäche so ein Stück weit argumentiere. Jetzt muss man natürlich sehen, welches Währungspaar gerade in diesem Cross-Rate ist schwächer, ne? Pfund oder Neuseeland-Dollar. Da ist natürlich jetzt bei beiden die Preisfrage gegeben. Und generell bleibt es Spekulation, aber es ist natürlich, denke ich, von der Ableitbarkeit her und auch von dem, ja, von der Analogie der Support-Levels und auch Resistant-Saisonalität im Cluster-Profile-Trend ist natürlich für dich auch ein Thema. Du hast jetzt einen klaren Aufwärtstrend genommen, aber so eine Trendbewegung kann natürlich auch auf der Short-Seite gespielt werden, ja, sodass man einfach sagt, man hat hier auch genau gegenteilige Setups, die und das gibt natürlich der Markt sozusagen her. Dass man hier auch die Short-Seite bedient wissen kann. Deswegen mal abwarten, was passiert. Pfund US-Dollar und da wirst du ja dann auch zum Euro-US-Dollar sicherlich was darbieten, nachdem ich jetzt mal hier die Aktie nochmal abfange. Sind ja für den Februarverlauf statistisch und das ist wie gesagt auch jetzt nichts, wo wir uns in den Haaren herbeiziehen, hier sozusagen klarerweise ein eher bärischer Bias, eine bärische Situation. Und ja, lassen wir uns dann mal überraschen, wenn du dann sozusagen als nächstes den Euro coverst. Ich werde jetzt, wie schon angedeutet, auch den Aktienwert Ja, besprechen. dann schieb mal dein Bildschirm wieder rüber. Würde ich auch machen. Dann holen wir uns doch direkt mal hier den entsprechenden Content. Kleinen Augenblick, Bernd, das haben wir gleich. Da, 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 da. So, Bildschirm wählen. So, dann machen wir mich wieder zum Moderator. So, da sind wir jetzt, meine ich, wieder beim richtigen Bildschirm. Jetzt hat er nämlich gerade so einen kleinen Bug gehabt, aber ich meine, ihr seht jetzt unsere Startseite wieder. Das sollte Auf so jeden Fall sein. sind wir bei deinem Bildschirm und was der richtige Bildschirm ist, das. Ja, die Startseite müsste es eigentlich sein. Dafür gehe ich Ja, jetzt, die glaube ich, mal. Startseite ist das. Nein, nein. Ja, dann Es ist geht gut. Weil, darum. wie gesagt, das ist immer so ein Stück weit, manchmal, wenn man den Bildschirm wieder zurückholt und den meinen Bildschirm übertragen, also man hat ja mehrere zur Auswahl, dann sieht man natürlich dann immer spaßigerweise dann auch teilweise den anderen Workplace oder was auch immer. Aber letztlich haben wir jetzt die Situation hier, dass wir die Aktie besprechen wollen, die ich ja für euch rausgesucht habe. Und zwar Sartorius AG. Ich will hier fundamental, und das ist mehr so ein Thema für die Aktie des Monats gar nicht auf den Wert eingehen, will euch aber hier auf Sisonax dieses ja, Schaubild verdeutlichen, was die Aktie mit Stichtag heute im Prinzip so darbietet. Während der letzten 23 Jahre sogar, vom Februar 99 ausgehend, hier tatsächlich in 78 oder halt, das sind, wenn man es ganz genau nimmt, nicht 78, sondern 77% der Fälle, eine sehr starke Performance aufzuweisen hat. Und spannend hier, den größten Ausschlag gab es in den 2000er. Die letzten 2 Handelsjahre trübten hier diese Statistik ein wenig. Und das ist aber ganz interessant, weil wenn wir hier auch auf ein weiteres Vehikel der Saisonalitäten schauen, das ist nämlich auch der Ursprung, warum ich jetzt hier auf die Sartorius-Aktie kam, denn diese hat hier kurzfristig wohl bemerkt, immer den bullischen Ansatz während der nächsten 2 Tage, also heute Morgen und auch übermorgen, hier einen möglichen Einstieg bis dann eben Mitte Februar zu definieren. Und das ist eben hier sozusagen rein statistisch nochmal summiert und hier auch dann nochmal, ob jetzt habe ich die, da ist die richtige Aktie, auf dem Sisonex
dargestellt. Und da wird aber deutlich, dass es noch nicht mal hier nur bis Mitte Februar so dynamisch hochgehen kann. Da hat man dann auch eine noch höhere Winning Rate. Deswegen ist das Bild hier noch kurzfristiger. Schaut euch das an. Wenn wir hier sozusagen diese Seasonal Bull Starts nehmen bis direkt nur Mitte Februar, das sind halt nur 4 Handelstage, ist halt wirklich ein Stück weit kurz. Wir haben hier noch andere Titel, die dann eben im Bereich 16 Tage unterwegs sind, Continental auch ab morgen, auch nur kurzfristig. Aber das ist genau das, wo ich sage, hier mal saisonal aufgepasst, denn es bietet sich zumindest saisonal ein interessantes Muster an. Das schauen wir uns, wie gesagt, gleich mal auf dem Preisschart nochmal an. Da sehen wir übrigens die Aktie, die schaue ich jetzt dann im Detail nochmal mir an. Aber ich will euch eben sagen, dass es generell jetzt hier von Anfang Februar bis Mitte Februar oder aber auch hier in den März hinein, das ist natürlich wieder eine individuelle Tracking-Anlage oder auch Trading-Style, Swing-Trading-Ansicht, die man hier sozusagen entwerfen darf und soll. Und hier sehen wir dann praktisch diesen möglichen Bullrun. Und jetzt gehen wir eben auch mal direkt in den Aktienchart hinein und wir wissen eben um die Saisonalität und auch wenn ich hier das Profile nicht drin habe, wobei ich meine, Guidance hat das, jetzt muss ich mal schauen, das Volume Profile auch mittlerweile integriert, wenn ich nicht ganz irre. Jetzt muss ich mal gucken. Mir kam vor, das hatte ich gesehen. Wolla Widget. Hatte ich das noch nicht drin? Ich meine, ich hätte das vor kurzem schon gesehen. Also entweder kommt es jetzt noch oder ich habe jetzt hier irgendwie noch die alte Version. Aber zumindest das, was der Bernd gerade im MetaTrader gezeigt hat, ist in Arbeit. Börse Gold ist zumindest schon in der Beta-Version drin. Dürfte, wie gesagt, nicht mehr lange dauern. Dann haben wir hier auch das Profile. Aber es ist auch so für das geübte Auge zu sehen, wo man hier Price Action Zones hat, eine Clusterzone. Und das ist eben hier der Bereich von rund 350, 55 bis 400 Euro. Diese Zone hat hier bis ins Jahr 2020 hinein eben eine schöne, ja, sage ich mal, Clusterentwicklung schon hingelegt. Und wir haben hier natürlich per se auch einen wundervollen Aufwärtstrend bei dieser Aktie. Wohlwissentlich, dass das Ganze hier jetzt dann seit dem September des letzten Jahres massiv gedreht ist. Und wenn wir jetzt mal hier vom Höchstpunkt ausgehen, schaut euch das an, dann hat die Aktie von 56% an Wert verloren. Wir haben auch hier den Golden Cross, der EMA 50 Cross, den 200 negativ. Das heißt, das kann hier schon eine Top-Bildung jetzt sein. Das Ganze kann hier nach unten drehen, der Markt komplett kippen. Wir wissen um die Tatsache, das war auch die Geschichte mit den S&P 500, die ich vorhin für euch vorbereitet hatte, dass wir möglicherweise im Jahr 2022, 2023, den Index werde ich gerne auch ja, in der nächsten Sendung besprechen, da haben wir noch ein bisschen Zeit, aber wir haben hier im 7-Jahres-Zyklus auch wieder sozusagen dieser Saisonalitätslehre geschuldet. Ein Umkehrjahr vor uns. Und da rede ich eben dann von der möglichen Konsequenz, dass der Markt einen Bärenmarkt tatsächlich vollzieht und mit den Zinsabsichten und den ganzen Unsicherheiten weltweit kann man nicht ausschließen, dass die Aktienmärkte tatsächlich in die Defensive gehen. Obgleich die Notenbanken wie in den letzten Jahren, Schrägstrich dem letzten Jahrzehnt ja schon häufig bewiesen, immer sehr schnell wieder eingreifen, sobald es ein bisschen rutschig wird. Deswegen kann man auch hier nicht 100% sagen, es wird so kommen. Ich kann nur sagen, und das sagt die Statistik, dass wir hier bei Sartorius eine schöne Clusterzone erwischt haben. Der Wert rein statistisch jetzt dem Ansteigen nahe ist. Und wenn wir jetzt hier sozusagen auch schauen, jetzt gehe ich mal hier so ein Stück weit raus, versuche so unter Magnetband-Gesichtspunkten praktisch diesen Keypoint zu finden, dann ist der mal so rund bei 369, also auch im Bereich 370, 369 hier des letzten Tiefs. Und jetzt sehen wir nach diesem jüngsten Erholungsimpuls jetzt schon wieder eine Schwäche, ist natürlich auch dem Gesamtmarkt geschuldet, aber wir haben kurzfristig diesen möglichen bullischen Bias. Und man darf davon ausgehen, wie gesagt, niemals Handelsempfehlung, aber wenn die Aktie, und das waren ja die letzten drei Stats, die ich hier gezeigt habe, von eben dieser Aktie, da ist immer die Frage, steigt man heute ein, morgen oder eben vielleicht dann erst am 10.01. Tatsache ist, hier haben wir den Bias, dass die Aktie kurzfristig nach oben ging und den besten Wert haben wir sogar dann praktisch mit Beginn 9.2. Das heißt, hier ist der Schlusskurs gefragt jeweils. Immer der Schlusskurs dieses Tages. Also wenn man es ganz genau nimmt, sollte man die Aktie sozusagen 5 Minuten vor Xetra Close kaufen und genauso dann auch praktisch hier am 15., also nächste Woche Dienstag, wieder verkaufen. Das ist der statistische Bias, rein tendenziell gesprochen. Jetzt ist natürlich die Frage, steigen wir heute ein, morgen oder eben übermorgen? Auf die Aktie bezogen kann man sagen, oberhalb von 370 ist es im Rahmen der Saisonalität auch über Mitte Februar hinaus durchaus interessant, dass die Aktie einen
weiteren Abmove vollzieht, wenn wir jetzt kurzfristig runterlaufen während der nächsten Tage, kann es durchaus sein, dass man da zu günstigeren Preisen kommt. Aber wenn dies geschieht, wäre das hier sozusagen ein möglicher Umkehrpunkt, um bis in den März hinein, das ist fast schon zu weit gezeichnet, aber einen Anstieg zu verzeichnen. Wir haben auch hier verschiedene statistische Rahmendaten, die will ich jetzt gar nicht so klein laut rein oder rauskauen. Selbst wenn man jetzt einsteigt und hier bis zum nächsten Cluster-Level geht, nächste Cluster-Level ist auch hier relativ schnell gefunden. Ja, da sehen wir hier auch sehr schön diesen Hochpunkt vom Februar letzten Jahres. Hier auch wieder eine kleine Cluster-Zone. Hier gab es sich eben Angebot und Nachfrage immer wieder sozusagen das Zepter in die Hand, dann hier eine Unterstützung gefunden, dann hier durchgekracht. Also das ist ein sehr, sehr schönes Level. Und wenn wir das sozusagen mal als kurzfristige Zielzone adaptieren, das wären 20% mögliche Gewinnchance. Und klarerweise, ich sprach vom Risiko, sollte man das immer im Griff halten und die 370 sollte man nicht unbedingt auflösen. Aber selbst wenn wir ein CAV von 2 zu 1 nehmen, ja, dann würde das so aussehen. Und ich finde, die Aktie ist meines Erachtens in jedem Falle für eine Watchlist interessant, für einen kurzfristigen Trade möglicherweise nicht minder, sodass man sagt, man versucht hier reinzukommen und wenn es dann praktisch tatsächlich wieder ganz bullisch werden sollte, wobei der Golden Cross nicht unbedingt dafür spricht und das ist eben auch der Risikopuffer hier, wenn man nämlich sagt, dass die Aktie sich unter 350, 340 Euro verabschiedet, eieieiei, da wird es wirklich rutschig. Da kann es dann wirklich sehr schnell nach unten gehen und dann hätte man hier, und das darf man nie vergessen, man kann auch bei uns die Short CFDs handeln auf die Aktie, ja, die Chance hier dann tatsächlich an einem weiteren Bärenmarkt, an einer Abwärtsbewegung teilzunehmen. Also wie gesagt, das ist meines Erachtens ein hochinteressantes Setup, sollte man in jedem Falle mal verfolgen, wie es denn kommt und solche Möglichkeiten möchte ich euch mit Bernd natürlich auch immer zeigen. Und jetzt sind wir in der Situation, Bernd, dass ich dir den Bildschirm direkt wieder rübergeben wollen würde, weil ich will es gar nicht zu weit treiben. Ich denke, wir haben die Aktie gut besprochen. Jeder sollte den Wert auch kennen. Ich will fundamental gar nicht groß drauf rumreiten. Technisch diese Ausgangslage. Und insofern, Bernd, bist du bereit für den nächsten Wert? Absolut, klar. Super, dann kommst du gerade rüber. Ich sehe gerade Daniel, danke für die direkte Sprache hier. Daniel schreibt gerade, er hat dir, lieber Bernd, eine E-Mail geschickt und fragt, ob du sie erhalten hast, der liebe Daniel. Vielleicht sagt dir das als Stichwort was. Kann ich jetzt nicht nachvollziehen, aber da wird der Bernd sich auf jeden Fall bei dir melden, Daniel, falls da die E-Mail im Orbit verschwunden sein sollte, ist aber sicherlich nicht der Fall. Soll jetzt aber auch nicht Thema sein, das aber mal als kleines Stichwort. Daniel, danke dir für die Message und schön, dass du dabei bist. Dann hast du ja mit dem Forex Bull sozusagen schon ja, die Tuchfühlung begonnen. Jetzt, Bernd, gebe ich dir erstmal den Bildschirm rüber und dann würde ich sagen, auf zum nächsten Wert. Gerne her damit. So. Na, hat der Bernd jetzt den Bildschirm und dann gehen wir gleich wieder in die nächste Action. Da geht's schon los. Da sehen wir dein Bild, Bernd. The stage is yours, wie es so schön heißt. Genau. Wir kümmern uns heute um die Ostfriesische Volksbank hier oben und kleiner Spaß. Das ist echt krass. Ostfriesische Volksbank. Ich wusste gar nicht, dass es sowas gibt noch. Also krass. Nein, es geht jetzt um den Euro-US-Dollar, wo ich ja am letzten Freitag schon auch einen Artikel hier auf Gotmo Trader veröffentlicht habe, der aus meiner Sicht weiter abwärts tendieren wird, mittelfristig. Und trotz aller Euphorie, jetzt sage ich mal im Euro, wird sich das aus meiner Sicht auch widerlegen, rein fundamental, weil die US-Märkte einfach viel weiter sind in Sachen Zinsen. Und ich befürchte, dass die Europäische Zentralbank, wie das immer so ist in Europa, in allen Gremien, mal wieder länger brauchen wird, als alle denken. Und daher wird für mich der US-Dollar stark bleiben. Und der Euro, trotz aller Euphorie nach der letzten Sitzung, wird mittelfristig aus meiner Sicht weiter fallen. Dazu hatte ich ja, wie gesagt, den Artikel geschrieben und hier hatte ich auch die Chartbilder eingefügt und den Trend. Und da schauen wir uns gleich nochmal im Detail jetzt an. Und der Ausblick ist für mich eher abwärts. Und dazu gehe ich jetzt in meinen Guidance-Chart. So, da haben wir den Euro-Dollar, genau, Vollbild mal richtig schön groß machen. Und das ist genau der Chart, den ich eingezeichnet hatte, weil wo liegen jetzt die Cluster? Wir haben einen Abwärtstrend
ja, seit letztem Jahr eindeutig abwärts. Jetzt hat er auch eben wie beim GBP Neuseeland-Dollar zwar die Abwärtstrendlinie gebrochen, aber Abwärtstrendlinien sind subjektiv. Und wenn ich mir jetzt die Cluster anschaue, die Widerstandszonen, die Retracements, dann ist das für mich weiterhin abwärts. Und auch hier kann man die Trendlinie dann wieder verschieben. Irgendwann wird sie dann wahrscheinlich so aussehen und auch da wäre aussehen und da wieder, auch da wäre der Trend noch weiterhin voll intakt. Von daher ist meine Einschätzung, wir haben jetzt hier ein Level aus dem Jahr 2000, Anfang 2020, März, das entscheidend, also nicht entscheidend ist, aber definitiv einen Widerstandsbereich darstellt. Das sieht man jetzt hier auch mit den beiden Doppelspitzen, wo er wieder abgeprallt ist. Und die letzten Kerzen hier, 1, 2, 3, 4, 5, die waren stark aufgrund der Sitzung im Vorfeld schon spekuliert, dass der Euro steigen könnte. Und jetzt sieht man hier in dieser Kerze schon eine gewisse Unsicherheit. Und er prallt jetzt genau an diesem Level, genau an diesem Level prallt er jetzt erstmal nach unten ab. Okay. Jetzt kann er natürlich erstmal hier ein paar Tage konsolidieren. Und selbst wenn man diese Aufwärtsbewegung nimmt und da ein Level einzeichnet, kann er bis hierhin gehen und nochmal ranlaufen. Meine Einschätzung ist doch jedoch, dass er jetzt hier in diesem Bereich schon eine Umkehr bilden wird. Es wird sicherlich noch ein paar Tage dauern, aber dann mittelfristig, wie im Artikel beschrieben, in den nächsten Wochen weiter abwärts tendieren wird. Und ich sag mal gleich im Vorfeld, selbst wenn er noch weiter ansteigen sollte, das muss man sich jetzt mal auf der Zunge zergehen lassen, der Anstieg, selbst bei einem Anstieg Richtung 1,16, an die Runde 1,16, das wäre maximal eine Korrektur zwischen dem 38er Fibo und dem 50er Fibo, der goldene Schnitt, also genau die Mitte. Selbst das wäre noch völlig in Ordnung. Und der Abwärtstrend wäre immer noch intakt. Erst wenn er hier oben rausgeht, über die Runde 1,17, dann wäre wirklich der Trend auch mal, na, ich will nicht sagen gebrochen, aber neutral. So. Und jetzt habe ich hier die Chance, der Trend ist intakt. Ich habe hier wunderschöne Levels an den Fibos, an den gewissen Punkten. Und jetzt schauen wir uns noch die Saisonalität dazu an. Ich habe den MetaTrader nochmal, habe ich es auch genommen, genau. Euro, US-Dollar. Auch hier über die letzten 10 Jahre, es geht tendenziell in den nächsten Wochen weiter abwärts. Und auch hier sieht man im Market Profile, hier nochmal der Trend. Ich meine, das ist klar. Da sieht man auch schön, wie er in die farbigen EMAs reinläuft, also die gleichen Durchschnitte. Und genau hier das Doppeltop gebildet hat. Und jetzt prallt er ab. Wie gesagt, es stellt sich jetzt die Frage, hat er die Power hier nach oben zu laufen? Dann wäre der Trend erstmal gebrochen, aber oh, muss man schauen. Das Market Profile, das ist sehr interessant, rund um die 1,13. Ganz grob, Pi mal Daumen. Mega, mega Volumen. Und da hat auf jeden Fall Action stattgefunden. Sollte er jetzt hier dieses Niveau nochmals nach unten durchlaufen. Ich mach mal kurz mit der Maus hier so. Dieses Niveau hier. Also diese Kerze rausnehmen hier. Rund um die 1,1260, sage ich jetzt mal. Also wenn er jetzt hier dann durchläuft, dann wäre dieses Volumen wieder hinfällig, beziehungsweise da würden große Adressen dann auch vom Volumen her rausgehen, beziehungsweise die Seite wechseln und die Saisonalität dann noch mit abwärts spricht aus meiner Sicht alles für weiter fallende Preise. Jetzt gehe ich wieder in den Guidance zurück und das würde dann genauer zu diesem Punkt führen, dass wir hier abwärts weiterlaufen. Und ja, dann sagen wir mal so, wenn der hat ja hier schon auf dem Niveau rund um die 1,11, 80, 70, hier hat er schon einmal den Test gemacht, wenn der jetzt hier, und aus meiner Sicht wird er da noch mal hinlaufen, vielleicht noch mal ein Fakeout, und dann wäre natürlich entweder Luft bis richtig nochmal 1,05 oder whatever, oder er macht die Kurve und kriegt dann wirklich den Dreh. Weil dann auch die EZB kapiert,
dass sie mal die Zinsen erhöhen muss. Aber gut, meine subjektive Einschätzung zu den Vorgehensweise der EZB, aber rein charttechnisch von den Clustern her, von den Fibos her, von der Saisonalität, das passt alles. Also aus meiner Sicht mittelfristig Euro-US-Dollar weiter abwärts. Das ist ja meine Ansage, lieber Bernd. Ich meine, ich habe ja auch im Devisenradar auch schon verlautbart. Ich bin selber auch Short, also Klumpenrisiko lässt grüßen, aber ich bin sowohl Euro als auch britisch Pfund Short, weil eben genau die Situation, die du hier dargestellt hast, so fein war. Ich hätte vielleicht mit meinem Einstieg noch ein bisschen warten können. Also gerade eben, wo du jetzt hier oben das Widerstandsband hast, oberhalb der 1,14, nein, nein, da direkt genau, die 1,1450 wäre sozusagen eigentlich so ein Pending Order Point gewesen. Ich bin schon ein bisschen früher reingehuscht in den Trade, weil trotz der Eskalation letzten Donnerstag im Rahmen der EZB, das war ja die Monsterkerze, ich glaube, es waren 140 Pips oder irgendwas mal wieder nach oben geschossen, hätte man die Beruhigung etwas abwarten können. Aber es ist genau das, wie du sagst, der Markt hat am Ende des Tages hier ein schönes Top möglicherweise gebildet. Saisonalität spricht, Clusteranalyse hoch 3. Es ist einfach eine Situation, die derzeit eben eher für den weiter fallenden Euro spricht. Nur wie ich es auch bei den Kryptos schon hatte, wenn das manchmal zu klar scheint, kommt es meistens am Ende des Tages dann anders. Und wir wissen um die Tatsache der Zinsdifferenz, wir wissen auch um die Euphorie, die die EZB ja jetzt dann überraschen. Deswegen gab es ja letzte Woche Donnerstag diese Monsterkerze. Ah, EZB tut vielleicht was, aber du hast vollkommen recht, die EZB ist in ihrer Handlungsschnelligkeit ganz, ganz weit hinten. Selbst wenn sie die Absicht hegt, wird es wahrscheinlich noch Monate dauern. Und das große Geld zieht sich natürlich dahin, wo die Zinsen sind. Und das ist eben auch das, wo man sagt, der Euro-US-Dollar hat hier schon berechtigterweise hier eine Schlagseite, die man da nicht außer Acht lassen darf. Ich habe auch, lieber Ulrich, ich will ganz lieb auch sagen, danke für deinen Hinweis. Und zwar, das können wir uns gern für das morgige Webinar zum Devisenradar direkt mitnehmen, weil da ist natürlich Schwerpunkt Forex. Wir haben ja jetzt den Rohstoff Silber gehabt, wir haben eine Aktie gehabt, wir haben zwei Währungspaare gehabt. Morgen geht es dann rund um Forex und da, lieber Bernd, vielleicht für dich zum Mitnehmen, der US-Dollar gegenüber dem russischen Rubel wird hier abgefragt. Ja, du bist ja auch immer einer, der mal so gerne auf Exotik schaut. Das sollten wir uns dann mal für den Morgen aufheben. Lieber Ich habe Ulrich, notiert. hoffen, ja, Ich habe wir notiert. notieren es. Hast du notiert, genau. Bernd macht dann ja gern solche Währungen wie den israelischen Schekel oder auch die türkische Lira oder auch den mexikanischen Pesos. Und jetzt hat sich der russische Rubel noch dazu eingereiht. Also insofern, lieber Ulrich, ich hoffe, du kennst unser Format. Devisenradar am Mittwoch 15:30 geht's los. Kannst du auch auf der JFD-Website selbstverständlich finden und anmelden. Okay, also ich würde sagen, lieber Bernd, ganz toll gemacht, ob Euro-US-Dollar nun steigt oder fällt. Du hast uns deine Meinung, deine persönliche Einschätzung dargelegt. Jeder selbst muss jetzt hier entscheiden, ist das interessant oder nicht. Genauso wie Ja. bei der Sartorius-Aktie. Das obliegt jedem selbst. Nochmal ganz kurz vielleicht, Chris, zu dem Trendscreener hier. Habe ich jetzt eingestellt, Weekly, Daily und so weiter. Und das Schöne, die sind alle verknüpft. Und ich muss, als erstes muss der Trend ja passen. Und ich kann jetzt hier wirklich im Daily, klicke ich Daily an und dann gehe ich die Charts einfach durch. Wo sind schöne Trends? Ich klicke einen Chart nach dem anderen an und schaue mir die Market Profiles. Da brauche ich 3 Minuten mit dem Trendscreener und habe alles im Blick, der Trend, dieses Market-Vorfall, und dann schaue ich mir die Charts im Detail mit Retracements und allem drum und dran, schaue ich mir dann den Guidance an. Das ist eine feine Sache. Man will Das aber guckt. sagen, Euro-Dollar an der Stelle nicht ganz so bärisch, wie du ihn gerade siehst, weil du handelst hier zwar prozyklisch mit dem Trend, aber kurzfristig ist die Lage eher unsicher, weil er eben jetzt so eine Erholung gefahren hat, ne? Muss man auch sagen. Euro-Dollar. Ja. Ja, ist so eindeutig abwärts, oder? Naja, laut dem Trendscreener ist das so ein buntes Hin und Her. Da sehe ich einmal rot, einmal gelb, einmal Ja, grün. das, ja, das liegt, ach so, ja, die Farben muss man natürlich auch erklären, aber Richtig. ja, die Farben basieren, also wenn jetzt hier bei Daily eine 5 steht, eine gelbe 5, dann bedeutet das, also die Farben E mal 20, E mal 50, E mal 100, E mal 200. Wenn der jetzt, der Euro-Dollar notiert seit 5 Tagen genau zwischen diesen Durchschnitten. Das sieht man ja auch jetzt hier. Er ist jetzt reingelaufen in die Rainbows. Der Trend ist im Chart eindeutig abwärts. Im Screener, aufgrund der Parameter, die wir eingestellt haben, liegt er genau, aktualisiert er sich gerade, liegt er genau jetzt in der Mitte. Deswegen ist die Zahl jetzt auch gelb im Ich finde aber Tagesschart. spannend, ich hatte heute Morgen beim Devisenradar auch britisch Pfund Yen, auch mit so einem bullischen Bias, da siehst du ja eindeutig alles grün.
Also das sieht natürlich, sag ich mal, spannend auch aus auch der Rainbow, wie wir jetzt sehen, ist jetzt nicht so unspannend. Liebe Leute, wer das Devisenradar von heute Morgen verpasst hat, schaut euch das mal an. Ich bin zwar eher bärisch für das Pfund an der Stelle und bullisch für den Dollar, aber beim britisch Pfund Yen, sieht das eben doch ein bisschen anders aus, ne? Guck mal, das Schöne ist, ich kann mir auch hier ein Kreuzchen setzen, dann habe ich alle meine Bookmarks, dann kann ich mir alle nur die anzeigen, die ich hier ein Kreuzchen gesetzt habe. Und da hatte ich auch den Schweizer Franken Yen. Guck mal hier, alles grün. Ich gehe jetzt auf den Tageschart und das ist auch ein schöner Trend. Alles grün, wunderbar, Market Profile fast passt. Kann ich jetzt die Fibos, könnte ich einzeichnen. Das ist hier ein Unterstützungsbereich. Das sieht man mit einem Auge hier, dieses Niveau hier, da fand Action statt. Und er Wenn er ist da durchrauscht, punktuell ne? rangelaufen, aber er ist da rangelaufen. Ja. Also es sieht wirklich klasse aus. Also auch da, Ja, man und auch liebe hier, Daniel, deswegen. du hast einen ganzen Blumenstrauß an Paaren, die wir jetzt hätten noch besprechen können. Nehmen wir fürs nächste Mal mit. Und dann würde ich sagen, Bernd, ganz toller Auftakt. Wir kommen auch gute Grüße rein. Super erklärt, sehr informativ. Der liebe Horst schreibt sogar bis gleich. Ich weiß gar nicht. Ah, da geht es jetzt wahrscheinlich. Ah, wir haben heute, müssen wir Obacht geben, heute Trading mit kleinem Konto geht es direkt gleich los. Heute ist Dienstag, Ja. lieber Bernd. Wir müssen den Raum freimachen für den lieben Markus, soweit ich weiß. Wir haben zwar Ich zwei glaube, Webinarräume. Wir sitzen aber Andreas gerade in macht den heute, Kursen. oder? Ich weiß gar nicht. Oder macht es Andreas? Oh, ich bin jetzt gar nicht so gut informiert. Leute, Horst schreibt gerade bis gleich. Icke, Andreas, jawohl. Andreas will das Zepter übernehmen. Und wir sind, glaube ich, in dem großen Raum. Bernd, da müssen wir jetzt mal ein bisschen hier die Stühle rücken, sozusagen. Ich Leute, wer es bin nicht kennt, weg und sag Tschüss. sagt Tschüss, genau. Ich sag, wer es nicht kennt, schaut es gern rein beim Trading mit kleinem Konto. Aufzeichnung höchster Natur. Dort jetzt unser lieber Andreas zur Beschau. Was handelt er? Wie kann er ein kleines Konto groß traden? Seid sehr herzlich eingeladen und Vollgas. Also, ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Andreas, dir viel Erfolg. Danke, dass du auch mit einem Ohr dabei warst. Und jetzt, the stage is yours. Ich sag, ciao dabei und viel Erfolg.